Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu den neuen Kussnachrichten. Wir haben für Sie wieder viel Kreatives vorbereitet. Und das, obwohl wir gerade zu Ostern schon kreativ sein mussten bei dem Bemalen der Ostereier. Also sehen Sie sich die neue Ausgabe an. Hallo Edda. Hallo Renate. Was gibt's heute Schönes? Heute haben wir eine Kohlrabi-Möhrenpfanne. Vorher wurde alles schön klein geschnitten. Dazu essen wir Kartoffeln. Dann werden die Bratwurst noch in Scheiben geschnitten. Die kommen dann dort hinein. Und im Ofen ist unser Nachtisch der Apfelkrumbel, der immer sehr beliebt ist. Sehr gut. Und der wird warm gegessen oder kalt? Heiß mit Schlagsahne, man kann auch Vanillesoße dazu essen. Ja. Und das Ganze ist auch fast fertig. Herzlich willkommen. Mein Name ist Elvira Monika. Ich bin Projektleiterin zum Thema Kultur und Natur. Wir treffen uns zweimal monatlich und ich verbinde alles oder wir verbinden alles, was mit der Kultur und mit der Natur zu tun hat. Deswegen werden die beiden Touren auch mit OU geschrieben. Verbindung als Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und Lebensfreude zu erfahren. Es gibt unterschiedliche Aktivitäten. Mir persönlich ist es wichtig, dass ein jeder sich einbringen kann mit Vorschlägen, aber auch gerne einmal eine Tour ausarbeiten. Wir haben bisher unterschiedliche Angebote durchgeführt, wie zum Beispiel eine kleine Wanderung durch den Stadtforst in Spandau entlang der Kuhlake bei richtig starkem Wetter, Regenwetter. Ein Besuch ins Panorama auf der Museumsinsel. Und heute findet halt eine besondere Tour statt in Kooperation mit dem BAB, wo wir freundlicherweise sehr viel Material, Kartenmaterial und so weiter zur Verfügung gestellt bekommen haben. Diesmal hat dieses Angebot einen bestimmten Schwerpunkt, und zwar Bienen kennen keine Grenzen, und wir gehen ein wenig auf die Geschichte ein und auch kleine Anekdoten und ebenso, was möchten die Menschen erzählen. Und vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie auf unser Programm Mai, Juni, Juli 23 hinzuweisen. Im Mai feiern wir den Tanz im Mai am 6.5. mit der Oldie-Rock-Band Bright Madness und DJ Frankie. Am 13.5. ist Lennart Streicher bei uns zu Gast mit Mo Jaksch am Bass. Um 16 Uhr geht es bereits los mit schwungvollen Melodien, denn wir wollen nicht bis zum Abend warten. Darüber hinaus haben wir in diesem Flyer für Sie unser gesamtes Kursangebot zusammengestellt, von Computerkursen über Atmen und Entspannen, Salsa, Kochen, Malen, was Sie wollen. Sagen Sie uns Ihre Ideen. Wir sind Ihr Team, Sie sind unsere Gäste. Vielen Dank für Ihre Besuche im Kulturzentrum Starken. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Heute melde ich mir mal aus dem Room 66. Ey, was ist denn hier los? Ey, hier fliegen einem ja die Pfeile um die Ohren. Nee, keine Angst. Wisst ihr was? Das ist der neue Dartkurs. Ey, da kann jeder dran teilnehmen. Und wenn du Lust hast, dann kommst du einfach am Mittwoch ins Room 66 in der Sandstraße 66. Immer um 17 Uhr. Ey, da kannst du Dart lernen. Und das macht Spaß. Da sind bestimmt mehrere bei. Also, wir sehen uns. Tschüssikowski! So, das war's für diesmal.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns im Mai zur nächsten Ausgabe der Kussnachrichten wiedersehen können. Und wie immer zum Schluss ein Spruch und die Auflösung, warum dieser Osterhase hier sitzt. Der ist nicht etwa von der Requisiteurin vergessen worden, sondern der soll auf den Spruch hinweisen. Und der lautet diesmal: Das weiß ein jeder, wer es auch sei, gesund und stärkend ist das Ei. Das war ein Spruch von Wilhelm Busch und tschüss.